Der Kupfersee ist da und jetzt kommt natürlich wieder die Frage, was kaufen für den Kupfersee? Wir sind zum Shoppen hier am Wolchow und wir schauen natürlich rein, welche Routen sind interessant, welche Rollen sind interessant, denn zum einen können wir ja in die Rekorde gehen, Leitjäger werden und zum anderen wollen wir natürlich auch ein paar dicke Brocken fangen. Also gucken wir rein in den Shop und wir nehmen natürlich am Anfang, naja, das, was vorgegeben ist, das ist schon verdammt gut. Da kann man nicht anders sagen, das ist schon verdammt gut. Wir haben hier die Pluswerte auf die verschiedenen Rigs. Das sind quasi die Wechselar beim Spinning jetzt fürs Grundangeln, also mit den ganzen Montagearten und so weiter. Also für mich als nicht hauptsächlich Karpfenangler ist das sensationell. Wahnsinnig viel Tragfähigkeit, 35 Kilo und dann eben hier ja, plus EP auch noch mit drauf. Also das ist tipptopp. Ab Level 28, ab 29 ist das Koi-Gewässer. Also ist das schon sensationell. Kann man schon wirklich gut machen. Nichtsdestotrotz hat das natürlich einen Preis um die 16.000 oder 18. Momentan schwankt es überall und es ist so gut wie überall auch schon wieder bald ausverkauft. Es hieß aber in den Patch Notes, dass die Shops auch wieder mehr Vorräte haben oder wahrscheinlich auch schneller wieder nachgefüllt werden. Also keine Sorge, der Stoff, der gute Stoff, kommt bestimmt wieder rein. Das gleiche zählt ja gerade auch für die Evia 6000, die neue. Denn das Ding ist schon verdammt gut. Das Ding ist schon verdammt gut. Ich hatte im letzten Video ja schon ein bisschen in die Listen geschaut und ich gucke nochmal rein. Ich hatte mir gestern schon ein paar Gedanken dazu gemacht. Es gibt tatsächlich ein paar Rollen, die da mithalten können. Jetzt haben wir hier einen riesen Vorteil. Ich habe sie mir auch gekauft. Der Riesenvorteil ist, es ist zum einen Beluga. Das heißt, wir haben hier absolute Top-Qualität. Beluga Venga, Beluga Tagara und so weiter. Die ganzen Beluga-Sachen sind top. Dazu haben wir den Vorteil, wir können im Beluga Flagship Store am Ladoga-See auch noch günstiger reparieren. Es gibt keine Möglichkeit, diese Rolle aufzuwerten. So wie sie da ist, ist sie gut. Und auch tatsächlich sehr gut. Wir haben hier eine Übersetzung von 4,9. Das heißt, die ist ein bisschen langsamer, aber hat dadurch mehr Power. Also wirklich ganz gut für Karpfen geeignet. Und hier steht es auch dran, eine Karpfen fürs Karpfenangeln plus Weitwurfspule. Also das ist richtig, richtig schön. Das ist richtig nice. Mit Sicherheit kann man sie auch hervorragend für Spinning verwenden. Aber das Ding so, wie es hier ist, ist schon mal... ja, richtig top. 17,2 Kilo Bremskraft. Da könnte man natürlich jetzt sagen, ist mir ein bisschen zu wenig. Ich gönne mir einfach die Venga 6000 und habe dann hier für 22 Kilo Bremse und gut ist. Na klar, na klar, kann man machen. Komplett übertrieben, aber klar, kann man machen. Weniger Schnurkapazität. Venga 6000 hat 200. Nee. Ist das überhaupt so? Doch, doch, ich habe gerade schon überlegt. Hatte ich meine Liste aktualisiert oder nicht? Aber doch ist sie. Also auch ausverkauft, 257, also halb so viel Schnur. Das ist schon krass. Und dafür nicht wesentlich mehr an Bremskraft. Na gut, 17 zu 22 ist schon, ne, ist schon ein Unterschied, merkt man schon. Aber das ist tendenziell eben auch, ja, richtig gut geeignet natürlich, ne, Allround-mäßig wieder auch fürs Spinning. Also das Teil ist mit Sicherheit auch kein Fehlkauf, wenn man die Kohle übrig hat. 18.790 Silber für die Venga 6000 und da muss man sagen, ist das natürlich schon mal ein Riesenunterschied. Wenn wir jetzt hier ein bisschen günstiger reingehen wollen und trotzdem richtig gut, und zwar wirklich, wirklich gut, landen wir hier bei der Azimut. Azimut in, ja, in so silbrig, 6000er Version, schwere Fische für schweres Fischen, 19 Kilo Tragfähigkeit, wir sind bei 6800 an Silber, super Preis, super Dingen mit 19 Kilo, wenn ihr Bock habt, also auf diese blaue Rolle,
auch absolut eine Möglichkeit. Hatte ich ja vor Wochen schon gesagt, die Azimut in diesen größeren Bereichen, finde ich, passt überhaupt nicht. Preis-leistungsmäßig überhaupt nicht. Aber bei den kleineren, da ist das richtig nice. Also für den Kurs kriegt man hier verdammt, verdammt viel für das Geld. Also für knappe 7.000 eine 6.000er Rolle mit 19 Kilo Bremskraft, das ist richtig sexy. Also gerne reingehen in die Azimut, macht man mit Sicherheit nichts verkehrt. Eine andere Überlegung ist die P-Series. Und das Ding wäre tatsächlich auch was. Hier, und jetzt wird es aber richtig spannend. Das Teil, guck dir das mal an, ist eine mega krasse Kraftrolle. Schweres Fischen, große Zugkraft. Das ist fast eine Konventionalrolle. Das ist der zweite Gang, der Kraftgang bei den Konventionalrollen. 3,8er Tempo, das macht einfach BÄM. Das geht so richtig heftig rein. Also, durchaus eine Option, hier mit reinzugehen. Auch das Teil, die P-Series, liegt bei 7.700, genau. Das Ding könnten wir aufwerten mit einer Bremskraft bis auf 20,5 Kilo. Kann man das Ding nochmal aufwerten. Liebäugel ich auch nochmal mit, einfach nochmal zum Testen, weil das einfach so ein Power-Ding ist, ne? Aber Schnurkapazität, ja, 240 Meter, ist natürlich jetzt im Vergleich zu der gerade frisch reingekommenen neuen, ist es natürlich so ein Dingen, also 500 Meter, da kommt nicht eine der bisherigen Rollen mit. Von daher ist das einfach der Riesenvorteil. Das muss man einfach so sagen. Das ist der Riesenvorteil gerade im Game. Aber wenn man was anderes hat oder wenn man Levelbegrenzungen hat und so weiter, ist das eben eine Möglichkeit. Azimut zum Beispiel ist ja schon ab Level 24, wenn man da schon reingehen will, dann ist das natürlich auch alles machbar. Genau, hier die ganzen Sachen, alles schon gekauft. Von allem eine Version schon im letzten Video. Einmal den Klappstuhl, dann hier den Rodpod auch dabei. Das müssen wir natürlich auch noch alles verwenden. Ja, jetzt habe ich hier die Picker. Man kann natürlich genauso auch Fiederruten verwenden. Oder andere Winkelpicker. Gucken wir nochmal eben rein hier. So, Winkelpicker. Da sind die beiden neuen. Und ich hatte ja noch auf dem Plan stehen, mir die Royal Picker zu holen. Plus 10% auf Grundfischen. Ist natürlich auch sensationell. Aber hier mit den Montagen und gerade mit dem Zig Rig wäre das natürlich dann auch nochmal zusätzlich interessant, diese Teile hier zu nehmen. Gerade, also diese natürlich super interessant für alle, die hauptsächlich Spinning machen und eben nicht so viel auf Grundangeln machen oder eben auch noch keine Skillpunkte mehr übrig haben. Also hier beim Grundangeln gucken wir mal eben rein. Zum Glück, ich habe noch ein paar Points übrig. Zig Rig, hier unten ist es. Da ballern wir natürlich 1, 2, 3 mal die Punkte rein, damit wir da auch eine erhöhte Chance haben, was zu fangen. So, das ist schon mal gemacht. Ja, das haben wir gekauft. Was haben wir denn noch? Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit, mit den 3000er Rollen in die Rekorde zu gehen. Und da müssen wir tatsächlich sagen, ja, 3000er, das ist eigentlich die eigentliche Challenge an diesem See. Der See ist dafür aufgebaut, dass man dort ultra light oder leichtes Angeln machen kann. Und das ist dann eben, ja gut, medium light, also medium leichtes Angeln an diesem Gewässer wird möglich sein. Also 1000er Rollen, 2000er Rollen, 3000er Rollen. Dafür ist es gedacht. Und da kommen wir wieder zurück auf die gerade eben schon genannte, und zwar auf die P-Series. Wo ist sie? Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. P-Series 3000. Das Ding hier, das wird interessant. Denn wir haben hier 108 Meter an Schnurkapazität, 16 Kilo Bremskraft und das für knappe 5000. Also das Teil ist schon richtig, richtig nice. Wenn man das vergleicht, es gibt da drüber noch die Bestia. Die hat 98 Meter Schnurkapazität nur von der gleichen Stärke. 17
Kilo an Bremse und ein geringeres Getriebe. Also, da sind wir hier wieder bei Cymon angekommen. Cymon, richtig top von der Qualität. 3000er für den Preis, auch sensationell. Die Bestia liegt schon bei 7500. Also da nochmal einen riesen Unterschied. Es gäbe dann noch die Z-Series. Die hat dann nochmal eine Übersetzung von 5,8 auch nochmal. Liegt auch bei 15 Kilo. Ist dann bei 3000. Gucken wir gerade mal eben rein. Hier ist die Z-Series. Auch als 3000er. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ab Level 21 zu verwenden. Im ultraleichten Bereich. Aber wer sich in das 3000er Angeln reinstürzt, ins leichte Angeln, hat wahrscheinlich auch ein passendes Level und macht das einfach nur aus Spaß an Rekordjagen. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Weit runter würde ich da jetzt gar nicht gehen, weil wir dann eben auch an Bremskraft eben verlieren. Also so um die 15 Kilo ist doch, glaube ich, schon gar nicht so schlecht. Die Major wäre vielleicht noch dazwischen, die liegt aber irgendwo bei 13 Kilo an Bremskraft. Ja, und ich würde sagen, diese beiden von Cymon sind mit die besten 3000er Rollen. Und damit kriegt man bestimmt richtig gut was raus. Schnurkapazitätsmäßig wäre die größte hier eine Commandor oder die Bird oder Mosquito mit 113. Ne, die Adriatica hat sogar 118 Kilo. Aber die haben einfach zu wenig Bremskraft. Das heißt, wir brauchen hier schon auch eine ordentliche Bremskraft. Wir wollen ja nicht, dass die ganze Schnur halt auch leergespult wird von dicken Karpfen. Wenn, dann eben hier mit, ja, wie gesagt, sowas wie der P-Series reingehen. Das Teil macht mit Sicherheit Sinn. Ich werde jetzt erstmal schauen, was ich an Silber noch übrig habe, bevor ich jetzt ins 3000er Angeln reingehe. Gleich erstmal nochmal durchrechnen, was brauche ich alles, was muss ich mir noch alles kaufen. Und dann gönne ich mir natürlich auch noch die 3000er Rollen dazu. Und dann geht es auch ins Light- und Rekordjagen. Also, wichtig für das Angeln beim Neuen, beim Kupfersee. Zwei Möglichkeiten. Zum einen 3000er Rollen verwenden, leichtes Angeln, Rekordjagen. Super Möglichkeit, einfach im Grundangeln auch eine Challenge zu haben. Finde ich mega gut. Dann, wie gesagt, nur mit den 3000er Rollen. Die gerade vorgestellten sind auch, ja, laut Liste sozusagen alle Daten aufgeschrieben. Mit Abstand würde ich auch sagen, die besten Rollen im 3000er Bereich. Also kann man richtig gut reingehen. Man kann natürlich auch mit allem, was man noch in der Tasche rumfliegen hat, reingehen. Warum auch nicht? Also einfach mal ran da und testen und gucken, was geht. Ein bisschen Challenge in Kauf nehmen und dann gucken, wie man sich da schlägt. Macht ja auch Bock. Aber wenn man halt schon was kaufen will, wenn man ein bisschen Cash hat, wären die 3000er, wie gesagt, die P-Series eine absolute Empfehlung. Zurück nochmal zu den 6000ern. Das ist natürlich dann das entspannte Angeln. Ab auf den Klappstuhl gesetzt und dann rein auf die 6000er. Wer die Kohle hat für eine Wenger 6000, na klar, komplett übertrieben, maximales Limit sozusagen, aber auch absolut keine Challenge mehr. Also das ist natürlich dann absolut easy going. Jetzt mit dieser neuen Rolle, ja, also das Teil ist schon richtig gut, allein wegen der Schnurkapazität. Super interessant. Und preislich auch richtig gut und auch richtig gute Schnurkapazität mit 330 Meter, wie gesagt, die Azimut, da kann man auch durchaus reingehen. Und wer Bock hat auf die Kraftmaschine, auch da die P-Series GS 6000, nee, 60S, also auch eine 6000er P-Series mit 3,8er Übersetzung, das Teil hat richtig Power. Und was haben wir hier noch? Wo können wir auch noch shoppen? Ja, Volo, Zugang, 5 Tage Angeltour im Detail. Angeltour zum Kupfersee. Aha. Für die Dauer der Angeltour. Die Dauer beträgt 5 Tage. Also 5 Stunden. Kann 3-mal gekauft werden. Ja, wie beim Nordmeer auch. Reisepreis ist alles enthalten, was du zum Karpfenangeln benötigst. Angelgerät, Köder zum Karpfenangeln, Ersatzausrüstung im Fall von Bruch oder Verlust. Also einpacken, auspacken und man hat es wieder und dann kannst du Koi-Karpfen angeln für 0,45 Gold, für 300 Silber. Das ist durchaus eine Idee. Das kriegt man schnell zusammengefarmt und dann boostet man sich damit ja nochmal anders wild ins nächste Level. Also das kriegt man schnell zusammengefarmt, durchaus eine Option da reinzugehen und das ist tatsächlich auch nicht viel an Silber.
das kann man doch wirklich gut machen. Also da kann man mal die 300 investieren, bevor man da 300 Silber in Alkohol investiert oder Blödsinn kauft. Das ist wahrscheinlich kein Blödsinn und dann kann man hier mal 5 Stunden ordentlich Gas geben. Aber vorher, wie immer, gut informieren. Also Tutorial-Serie, Karpfenangeln angucken. Wie angelt man auf Karpfen? Das A und O, was sind die Basics? Schön reingehen, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du auch die nächsten Videos zum Kupfersee nicht verpasst. Und dann Attacke Vollgas hier auf Angeltour. Unbegrenzten Zugang gibt es natürlich auch noch und das dann ja als Normalversion für 22 Gold, also keine Reisegebühren mehr dorthin. Dann haben wir hier nochmal die Special Edition mit der Evia Copper Lake Edition und jawohl, dann haben wir hier die Sage noch mit drauf und auch hier wieder die Sage und die Evia und die Karpfen-Starter-Set und ein Skillbuch und so weiter und so weiter. Also alles Mögliche mit dabei, der unbegrenzte Zugang, was war hier noch, Skillbuch und die Sammelstatue. Na guck, die gibt es natürlich auch immer nur exklusiv in diesen ganzen Paketen. Ja, Preis ist jetzt auch nicht so ganz übertrieben, kann man mal machen, kann man sich mal gönnen, wenn man halt dicker, fetter Koi-Karpfen-Fan ist. So, für mich heißt es jetzt Attacke Vollgas, ab ins Koi-Karpfenangeln, ab in den Livestream, also einschalten auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube, sei mit dabei, auch mit ins Discord reinhuschen für den Austausch untereinander, Link zum Discord unterm Video und dort gibt es dann geballte Informationen von allen Leuten aus der Community. Petri Lümmels, ab ans Koi-Gewässer, wir sehen uns am Wasser, bis dahin.